Nous tous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui veut en iser, mais il y en a beaucoup qui peut pleurer. Mais moi, moi, je vais si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tous nous rassembler. Andrea und ich, wir besteigen jetzt hier den höchsten Berg in Puerto Vallarta. Ach nee, der Lucky ist auch dabei. Lucky ist auch dabei. Der ist ein bisschen schneller als die Andrea. Ja, die Bahn ist leider nicht in Betrieb. Deswegen sind wir hier hochgelaufen, ne? Jetzt hat man hier eine Aussicht über die Bahia Banderas. Und da hinten ist La Cruz. Endlich ist es soweit. Der Fetzen kommt ab. Und da wir heute unser Paket gekriegt haben aus Deutschland, gibt es heute eine richtig schöne neue Deutschlandfahne. Na, was sagt ihr denn dazu? So gehört sich das. Was ist zu hoch? So sind Mexikos Straßen außerhalb größerer Ortschaften. Schön. Hätten wir mal geschafft. Schön warm das Wasser. Weiter geht es Richtung Santa Maria del Oro. Ja, wo durchfahren, andere fahren ja hier auch durch, ne? Na, wollen wir es mal hoffen. Als wir uns für diese Route entschieden haben, sind wir von einer ordentlichen Straße ausgegangen. So kann's kommen. Pferd unterwegs, ne? Zumindest sieht es so aus, als gäbe es hier mehr Pferde als Autos. Ja. Sind schon Autos gefahren? Keine Ahnung, hier reitet man. Ich fahr da mal schnell durch, ne? Mhm. Gott sei Dank nicht so tief. Ja, willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind seit gestern unterwegs, machen eine kleine Inlandstour und sind gestern Abend hier in Santa Maria del Oro angekommen. Ist richtig. Und jetzt geht's weiter. Wohin, Annette? Heute geht's weiter nach Guachimontones. Eine Ausgrabungsstätte. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf. Und heute Abend wollen wir nach Tequila, in das Gebiet, wo es nur den Tequila gibt. Und den werden wir heute Abend mal probieren. Anschließend fahren wir noch nach San Sebastian de Oeste. Dort haben wir übernachtet heute. Und das hier direkt am See, Lagune de
Santa Maria de Oro. Leider sind wir gestern hier so spät erst angekommen. Waren 7:30 hier und alle Restaurants hatten zu. Also es gibt um den See verteilt haufenweise Restaurants, aber alle geschlossen. Die machen wahrscheinlich um 18 Uhr schon zu, weil hier nur ab und zu ein paar Touristen herkommen. Und da mussten wir wieder hochfahren in die Stadt, also 8 Kilometer steil den Berg hoch. Und hier sieht man direkt den See. Es handelt sich hier um einen Kratersee. Sehr schön. Wir haben das einzige Hotel hier gefunden in dem Ort. Laguna Santa Maria del Oro. Da haben wir heute Nacht geschlafen, da unten ungefähr. Es sieht aber alles ziemlich trocken aus von hier oben. Und jetzt geht's weiter nach Tequila. Angekommen in der Ausgrabungsstätte. Guazi Montones. Sehr schön. Soll eine spezielle Art der Tempel hier geben. Und das schauen wir uns jetzt an. Und vor 2450 Jahren gab es hier schon eine Zivilisation. In Teuchitlan. Da sind wir, da wo die blaue Schrift ist. Und dann wollen wir heute noch dahin. Tequila. So sah das hier aus vor 2450 Jahren. Scattered villages and primitive peoples, especially because no large pyramids have been found there. However, recent archaeological discoveries demonstrate that an ancient civilization did emerge in this region. Their discoveries surprised specialists because they were completely distinct from anything previously known elsewhere in Mesoamerica and represented the only day by diverse ethnic groups da in the states. Da kommt das her, was wir in Puerto Vallarta gesehen haben, aus dieser Kultur. Though no archaeological evidence of ropes or descents in Atlanta style has been found, the pre-Hispanic drawings mentioned above also show priests dancing around poles, aber some of haben sie sich da oben draufgelegt und sich gedreht auf dem Bauch. Hier in der Karte ist super dargestellt, wie die Entwicklung der Kulturen in Mexiko vonstatten ging. Das Gelbe, in dem Zeitalter sind wir jetzt gerade hier. Wir befinden uns hier in Teotitlan. Genau, die Annette hat es richtig gesagt. Und das war hier im Jahre 2500 vor Christi bis zum Jahre 0. Und dann anschließend kommt erst das, was wir alles so kennen. Hier kommt dann der rote Streifen, das sind die Mayas. Die haben wir zum Beispiel besucht, in Palenque hier waren wir. Und erst hier 1000 Jahre nach Christi kamen die Azteken, das sind die blauen Tempel. Und deswegen kennt man natürlich die Azteken und die Mayas, aber diese alte Kultur, die wurde auch jetzt erst im Jahre 1999 wurde das hier entdeckt und ist also auch noch völlig unbekannt auf der Welt. Gut, dass wir hier sind und dass wir euch das zeigen können. Ich bin fasziniert. Ja, und dieses sollte man eigentlich wieder einführen. Das waren zwei Rivalen, die haben also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
um diesen Ball gekämpft. Man durfte den Ball, der nur berühren oder wegstoßen und in der Luft halten mit dem Ellbogen und mit der Hüfte. Er war auch sehr schwer, der Ball, so dass es zu Knochenbrüchen kam. Und man musste durchhalten, diese 12 Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und der Sieger, der war dem Gott näher und durfte wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, die Herrschaft übernehmen. So sollten wir heute auch unsere Führer miteinander kämpfen lassen. Auf geht's jetzt zu den alten Steinen in Natur. Theoretisch haben wir das ja jetzt alle schon gesehen, aber jetzt hier bei 35 Grad im Schatten geht's jetzt hier den Berg hoch. Da ist sie in Natur, der ursprüngliche Tempel. Entgegen den Kulturen, die danach kamen, ist hier alles rund. Das ist dem Wind nachempfunden, also einem Tornado, der sich ja auch im Kreis bewegt. Dann kommt hier vor der Platz, wo alle getanzt haben. Und hier die ganzen Sockel, da standen dann die Häuser drauf. Und da oben auf dem zentralen Altar, das war dann da, da guckte dieser lange Stamm raus und dort hat sich dann ein Mutiger oben mit dem Bauch draufgelegt und sich gedreht. Da hinten sieht man den Vulkan Tequila, wo das Ganze ob seit Jahren herkam, was die hier als Waffen und Werkzeug benutzt haben. Da hinten ist noch ein kleinerer Tempel und es gibt noch tausende andere hier, aber die sind alle noch nicht erschlossen, im ganzen Westen von Mexiko. Wir nähern uns Tequila. Deutliches Zeichen sind die Agaven. Die blauen Agaven kommen in den Tequila. Wir sind in Tequila angekommen, haben unser Zimmer bezogen, dort oben im ersten Stock und werden jetzt mal in die Innenstadt gehen. Und morgen schauen wir uns eine Tequila-Destille an. Die Annette in einem Kräuter- und Fruchtladen. Es gibt einen Cantarito. Ja, ein speziell hier aus Tequila gemixter Drink. Also ja, mit Orange und mit Salz, Brause, keine Ahnung was noch. Viel Eis. Eis und Tequila. Naja, wer es braucht. Also nicht so. Da haben wir die erste Distille gefunden. Nachdem der erste uns schon nicht so geschmeckt hat, werden wir jetzt noch mal ein paar andere probieren. Die Annette, die trinkt jetzt einen Tequireno Presado hier aus Tequila. So. So. Also ihr seht schon, es scheint kein Hochgenuss zu sein. Also definitiv. Also Tequila ist auch nicht unser. Ne, ist nicht unser. Heute gibt es mal Frühstück hier im Restaurant. Direkt hier am Platz vor der Kirche. Schöne Kirche. Schon richtig was los hier. Typisches mexikanisches Frühstück. Ein Omelette. Und das hier sind, Annette? Die Mundfrollen. Quesadillas.
Und da gibt es dann noch Bohnen. Und die Annette hat einen herrlichen Fruchtteller. Hier ist links die berühmte Tequila-Fabrik. Da kommt unser Chili-Bus. Ah, der ist auch ein bisschen länger als die anderen. So, wir sitzen schon mal. Wir sind die Ersten. Mit zugewiesenem Platz. Da sind wir mal gespannt, wie das auf Englisch funktioniert. Der Rollstuhl ist dabei. Vielleicht besser, wenn wir tauschen, oder? Das hat langere Beine. Entonces, ahora sí, María, pásale, María, por favor. Con el cubreboca puesto, por favor, abordamos. Miriam, después de María, por favor. Ok, bueno, amigos, ahora vamos a conocernos un poquito. ¿Ustedes cuántas son? Sí. ¿De dónde nos visitan? ¿5 o 6? De Michoacán y de Guadalajara. ¿Primera vez en el pueblo? No. ¿Primera vez en el Chile? Sí. Depende. ¿En este? ¿En qué Chile? En este, en este. Sí. En este sí, ok. ¿Pero sí toman tequila todas? Sí. In der Distille Rienda sind wir nun. Und der Name Tequila kommt ursprünglich von dem Vulkan. Der hat den Namen der Stadt gegeben. Und aus der Stadt heraus wurde dann der Alkohol Tequila genannt. Ursprünglich haben die Indigenen die Agave aus Versehen, also nicht aus Versehen, die haben zu Saft gepresst und aus Versehen haben sie den stehen lassen, 3 bis 4 Wochen. Und dann ist der fermentiert und haben den getrunken und dann waren sie betrunken. Und dann haben die Spanier das entdeckt und haben daraus eigentlich zuerst Tequila Wein gemacht. Und dann anschließend folgte dann der Tequila Schnaps. Das ist die neueste Factory hier in Tequila seit 1999 und auch die größte. Sie produzieren 60.000 Liter Tequila am Tag. Hola. Da oben sieht man ganz gut, nur die grünen Bereiche sind die Bereiche, wo Tequila-Agave angepflanzt wird. Und auch heute ist das Ernten noch komplette Handarbeit. Es gibt keine Maschinen. Nur das da oben wird verwendet für die Tequila-Erzeugung. Die Blätter bleiben auf dem Feld als Dünger zurück. Und eine Pflanze braucht 7 Jahre, bis sie geerntet werden kann. Und das ist dann das Geerntete. Daraus wird Tequila hergestellt. Da hinten kommt das rein. Da werden die halbiert, dann kommen sie in den Ofen und werden bei 120 Grad 8 Stunden gekocht. Anschließend werden sie geschnitzelt und dann hier verladen. Das wird alles per Hand reingestapelt hier. 20 Tonnen passen in so einen Behälter. Hier wird das alles geschreddert. Es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Schredder. Und der Saft kommt dann da hinten in die Behälter. Das, was übergebleibt, daraus werden Kekse und verschiedene andere Lebensmittel hergestellt. Hier wird alles fermentiert. Drei Tage wird es fermentiert. Da kommt dann das rein, wird erhitzt und kühlt dann dort ab und das Destillat läuft unten wieder raus und kommt unten als 55%iger Alkohol wieder raus. Das ist das Lager. Es wird in Jack Daniels Holzfässern gelagert. Er bleibt bis zu 2 Monate drin, das ist der normale. Der von 2 bis 18 Monate nennt er sich Añejo.
Und bis zu 3 Jahren ist es der Especial Añejo. Warum trinkt man Tequila nicht mit Zitrone und Salz? Das hat man früher gemacht, als die Prozentzahl des Tequilas noch wesentlich höher war. Da hat man dann zuerst das Salz, dann den Tequila, dann die Zitrone zu sich genommen, damit das Ganze nicht so brennt und der Geschmack besser rauskommt. Aber heute wird der Tequila nicht mehr in diesen Prozenten verkauft. Von daher braucht man weder Zitrone noch Salz. Im Gegenteil, man zerstört sich damit den Geschmack, ja. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Die Verköstigung. Friends, you have to repeat after me in Spanish, because in English doesn't rhyme. So you have to repeat after me in Spanish, right? Okay, listos? Señor! Señor! Tú que eres ejemplo de bondad. Tú que eres ejemplo de bondad. Y a nosotros, tus muchachos. Y a nosotros, tus muchachos. Ya que nos hiciste borrachos. Ya que nos hiciste borrachos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ave María. Ave María. Yo no quería. Yo no quería. Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno se ve esto. Qué bueno se ve esto. Bendito tequila. Bendito tequila. Amargo tormento. Amargo tormento. ¿Qué haces afuera? Todos. Me lo chingo todo. Salud. Salud. Recuerden, aire, tequila, paladean, pasen. Ya me lo eché. Suelta. ¿Y el tequila? También. Ah, bueno. A ver, para mi amigo allá que atinó. ¿Tequila doble? ¿Dónde? No. Oh, qué pesado. Bueno, ¿no? Pues, sacrificamos aquí a una de las borrachas. Mm-hmm. Pesada es que están. Viel besser als gestern. Me faltó uno más. Tengo, gracias. Más. 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 Para que le dejes, para que sea completito uno con entero. Con ella. Und das ist die blaue Agave. Nur aus der darf man Tequila machen. Im Hintergrund der Vulkan Tequila. Also die ganze Region hier lebt von der Agave. Richtig was los hier am Platz. Machen die sich bereit, um sich wieder runterzudrehen. Das, was wir auch in Puerto Vallarta schon gesehen haben. Wo soll denn das hier werden?